Liebe Freunde des Flanagan Neurophons und liebe Freunde von Dr. Patrick Flanagan, dank Hans-Martin Strobel, Distributor des Flanagan Neurophons und technischer Berater von Dr. Patrick Flanagan in dieser Sache, kann ich euch heute das neueste Modell des Neurophons, das Flanagan Neurophon NF3, präsentieren. Äußerlich ist kaum ein Unterschied zum Vorgängermodell NF1 zu erkennen, nur die Serienbezeichnung NF3 ist hier aufgedruckt, ebenso wie ein Sriyantra-Symbol. Und an der Oberseite finden wir wie üblich einen Input für Klang-Audiosignale und einen Output, an den die Elektroden zur Signalübertragung angeschlossen werden. Auf dieser Seite finden wir einen An- und Ausschaltknopf sowie einen Volumenregler, im Prinzip für die Lautstärke des herauskommenden Signals. Auf der Rückseite hinter der Batterieklappe befindet sich ein Fach für eine 9 Volt Blockbatterie und darüber ein Regler für die Ausgangsspannung, der es ermöglicht, ganz individuell die Signalstärke zwischen 5 Volt und 20 Volt einzustellen. Es besteht also die Möglichkeit, ganz individuell die Stärke des Signals an die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. Das heißt, hier kann ich experimentieren, ob ich eher in einer Einstellung von 5 Volt Ausgangsspannung oder bis zu 20 Volt Ausgangsspannung das Signal am besten wahrnehme oder mir das Signal am besten zuträglich ist. Gleichzeitig kann ich ja noch die Lautstärke des eingespeisten Signals mit dem Volumenregler regeln, sodass ich hier wirklich ganz individuell eine Anpassung vornehmen kann. Im einfachen Betrieb schließe ich das mitgelieferte Elektrodenpaar an den Ausgang des Neurophons an und platziere dann diese Elektroden beispielsweise, wie sehr üblich, an der Stirn. Man kann aber am gesamten Körper experimentieren und ausprobieren, wo die Signalübertragung interessant ist, beziehungsweise wo das Neurophon am besten seine Wirkung erzielt. Ich kann über den Eingang des Neurophons auch eine Signalquelle, also ein Audiosignal beispielsweise, einschleifen. Dafür verwende ich hier einen MP3-Player. Mitgeliefert wird beim Neurophon auch ein Audiosplitter, welcher das Signal von dem MP3-Player so aufteilt, dass ich in die eine Ausgangsbuchse direkt das Neurophon anschließen kann und die andere freie 3,5 mm Klinke für einen Kopfhörer benutzen kann. Das hat den Vorteil, dass ich zum einen direkt über die Ohren das perfekte Audiosignal in HiFi-Qualität hören kann. Zum anderen aber auch das Audiosignal, was eingeschliffen wird, über die Elektroden, praktisch dann über Ultraschall, zusätzlich noch aufnehmen kann. Ich suche mir also irgendein Audiosignal aus, speise es ein und kann es dann praktisch auf zwei Wegen über das Neurophon und über die Kopfhörer gleichzeitig wahrnehmen. Das NF3 bietet im Vergleich zu den Vorgängermodellen, speziell dem DSP, eine sehr, sehr gute Klangqualität, gerade im Bereich von Sprachwiedergaben. Hier noch ein kleiner praktischer Hinweis zum Batteriewechseln. Um die Leitungen und die Kontakte nicht zu sehr zu strapazieren, wird beim Neurophon NF3 so ein kleiner lasergeschnittener Holzstab mitgeliefert. Mit dem kann man sehr gut die Batterie, so wie gezeigt, aus den Kontakten drücken, ohne dass man die Kontaktschiene aus dem Neurophon herausnehmen muss. Ebenso kann ich dann auch, wie hier gleich gezeigt, die Batterie entsprechend mit Hilfe dieses Sticks auch wieder in die Kontakte hineinpressen. Dazu drücke ich die Batterie mit diesem Holzstick von der unteren Seite
wieder gegen die Kontakte, sodass sich hier der Kontakt schließt und die Batterie fest in den Kontakten sitzt. Wenn ich mit diesen Sticks so verfahre, wird sich möglicherweise die Langlebigkeit dieser Kontakte etwas erhöhen und man hat keine Probleme mit Wartung oder Reparatur. In jedem Fall ist der Betrieb des Neurophons mit wiederaufladbaren Batterien, also Akkus, zu empfehlen. Hier seht ihr ein Aufladegerät, mit dem ich zwei Blockbatterien gleichzeitig aufladen könnte. Je nach eingestellter Lautstärke und Signalstärke wird das Neurophon etwa 1 bis 2 Nächte betrieben werden können mit einer solchen 9 Volt Blockbatterie. Ich zeige hier noch einmal kurz den normalen Gebrauch des Neurophons, indem ich das Elektrodenpaar in den Ausgang einstecke und das Gerät mit dem längsseitig vorhandenen Ein- und Ausschalter auf die Position On bringe. Dann sollte ein rotes Licht aufleuchten und je nachdem, wie stark die Batterie geladen ist, wird auch die Leuchtstärke dieses Lichtes variieren. Sofern ich das getan habe, kann ich die Elektroden nunmehr irgendwo an meinem Körper platzieren. Hier kann ich, wie schon bemerkt, experimentieren. Die meisten werden allerdings mit der Standardvariante an der Stirn beginnen. Und mit eingeschaltetem Neurophon sollte nunmehr ein Hintergrundrauschen hörbar sein. Wenn ich zusätzlich ein Audiosignal einspeisen möchte, wie in diesem Fall über einen MP3-Player, so schließe ich diesen im vorhin gezeigten Setup an den Input des Neurophons an, suche mir dann das Musikstück, das Audiostück oder das Lernprogramm aus und setze den MP3-Player in Betrieb. Ich werde in diesem Fall zum einen das Signal über die Elektroden an meiner Stirn wahrnehmen, in einer bestimmten Frequenz, also über das Ultraschallorgan in unserem Kopf, das Sakulum, und habe zusätzlich den Vorteil, dass ich über die angeschlossenen Kopfhörer das Audiosignal auch in gewohnter HiFi-Qualität über das entsprechende HiFi-Spektrum auch wahrnehmen kann. Wer das Neurophon zum ersten Mal benutzt, wird feststellen können, dass das Ausgangssignal des Neurophons sehr variabel ist. Das hängt zum einen, wie schon erklärt, von der Ausgangsspannung ab und auch der Lautstärke, die ich einstelle. Es hängt aber auch davon ab, wie ich das Gerät am Körper trage, das Gerät selbst, also nicht die Elektroden, und wie ich zum Beispiel das Gerät berühre. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit beispielsweise dem Daumen über das Gerät fahre, speziell über den Mittelpunkt des Sriyantras, dass ich dann das Ausgangssignal sehr stark verändern kann, von dunkleren Tönen über Pfeifgeräusche, je nachdem, wo ich das Gerät positioniere in meiner Hand. Nicht nur die eingestellte Signalstärke oder wie hier gezeigt die Lautstärke des Signals haben Einfluss auf das, was ich über das Neurophon wahrnehme, sondern es gibt vielerlei Einflüsse, die ich durch Testen, durch Ausprobieren erfahren kann und mir auch zunutze machen kann. Insofern gilt es, möglichst viel mit diesem Gerät von Anfang an zu experimentieren. Und das ist auch das Schöne am Neurophon, dass es ein wirklich individuelles Gerät ist, was auf meine Bedürfnisse eingeht und man das Gefühl haben kann, es reagiert genau auf das, was ich mit diesem Gerät erreichen möchte. Ich habe hier noch einen kleinen Versuch mit dem Sensor 5 gemacht, dass ich diesen an das Neurophon halte, dass ich diesen Sensor an verschiedenen Stellen des Gerätes platziere, beispielsweise hier über dem Sriyantra. Und auch hier wird sicherlich eine interessante Wirkung erzielt, eine verstärkende, die durch das Medaillon zustande kommt. Man wird sicherlich viel Interessantes über das Gerät beim Experimentieren erfahren, über sich selbst denke ich auch. In dem Sinne wünsche ich viel Spaß mit dem Flanagan Neurophon NF3.